Hallo zusammen, es grüßt die Katrin aus dem Timeout. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid für eine Stunde Yoga und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt euch hoffentlich gemütlich eingerichtet zu Hause auf eurer Matte und für heute wäre es ganz gut, wenn ihr eure Yoga-Blöcke zur Hand habt, solltet ihr die brauchen, wenn ihr keine Blöcke habt, dicke Bücher oder irgendwas ähnliches und einen Yoga-Gurt und auch wenn ihr da keinen Gurt habt zu Hause, geht genauso gut ein Handtuch oder ein Bademantelgürtel, bietet sich auch immer ganz gut an. Jawohl, also schaut mal, dass ihr so ein bisschen euer Material bei euch habt. Ein Handtuch natürlich wie immer, auch nutzbar für euren Sitz am Anfang, um den ein bisschen gemütlicher zu machen, das Becken zu stützen, um schön in die Aufrichtung zu kommen. Sondern schaut mal, dass ihr auf eurer Matte einen guten Sitz findet. Das muss nicht der kreuzbeinige Sitz sein. Es ist schön, wenn er es ist, aber es kann genauso gut der Fersensitz sein oder auch die Beine lang nach vorne. Ja? Dann richtet euch da mal ein, hebt nochmal so ein bisschen eure Pobacken rechts, links nach außen, um die Sitzbeinhöcker schön am Boden spüren zu können oder auf eurer Unterlage. Richtet euch ein bisschen auf und dann schließt mal deine Augen. Atme tief durch deine Nase ein und über den Mund einmal alles aus. Nochmal tief ein, über den Mund alles ausatmen. Atme mal ein, nimm die Energie in deinem Körper auf und mit dem Ausatmen lass all das los, was dich jetzt ablenken könnte von deinem Yoga, von dir und deinem Körper. Und dann komm mehr und mehr bei dir an. Lass den Atem dann fließen, ruhig und gleichmäßig durch deine Nase. Nimm ihn mal wahr, ohne irgendeine Bewertung abzugeben. Und dann nimm noch einmal alles um dich herum wahr und lass auch da alles los, unwichtiger werden und deinen Fokus immer mehr zu dir zu bringen, auf deine Matte, auf dein Hier und Jetzt. Spür dich nochmal, wie du sitzt. Nimm die Sitzbeinhöcker wahr und all das, was den Boden berührt. Und lass diese Punkte tiefer eintauchen. Verbinde dich mit der Erde. Schick deine Wurzeln in die Erde. Und diese Wurzeln nimm die Energie der Erde auf, um dir ein bisschen mehr Stabilität in deinem Becken zu bringen. Richte es ein kleines bisschen mehr auf. Aktiviere den Bauch, zieh den Bauchnabel nach innen und oben. Mit deinem nächsten Einatmen bring die Energie in deine Wirbelsäule und richte dich komplett auf, von unten nach oben. Spür, wie du wächst, wie dein Herz sich leicht nach vorne anhebt, wie dein Nacken lang wird, dein Kinn parallel zum Boden ausgerichtet bleibt, dein Hinterkopf und die Krone des Kopfes sich nach oben Richtung Himmel schieben. Mit dem Ausatmen lass die Entspannung in deinem Gesicht ankommen. Lass all das los, was du noch im Kopf hast, was du noch organisieren möchtest. Alle Kontrolle über die Dinge, die auch im Außen stattfinden, lass es einfach los momentan. Lass die Entspannung über deinen Nacken fließen, über deine Schultern und die Arme. Und ohne deine Aufrichtung zu verlieren, spüre, wie dein Brustkorb, dein Bauch sich sanft im Atemrhythmus bewegen. Bleib auch da in der Leichtigkeit, sodass dein Sitz ganz angenehm ist. Immer wieder, wenn du einatmest, spürst du die Aufrichtung, wirst nochmal ein Stückchen größer. Und wenn du ausatmest, lässt du all die Anspannung in dir los, die zu viel ist.
auch in deinen Leisten, in deinen Beinen. Schau mal, dass der Sitz leicht und angenehm ist. Und dann nimm dir mal so einen Moment, um bei dir anzukommen und deine Aufmerksamkeit ganz und gar zu deinem Atem zu bringen. Spür, wie er kommt, dich ausfüllt und wieder geht. Mit jedem Einatmen ist die Konzentration mehr bei dir. Mit jedem Ausatmen lässt du das noch los, was dich daran hindert, die Konzentration bei dir zu halten. Und dann nimm mit dem nächsten Einatmen beide Hände einmal vor dein Herz. Leg die Daumen auf dein Brustbein in Anjali Mudra. Bleib in deiner Aufrichtung. Und dann atme hier nochmal ein und aus. Und lasst uns hier die Stunde mit dreimal Om eröffnen. Dafür noch einmal tief einatmen. Vollständig alles ausatmen. Nochmal tief einatmen. Lass es ausklingen, spür dem nochmal nach und dann lass deine Hände wieder zurück in deinen Schoß oder auf deine Beine gleiten. Atme nochmal bewusst ein und aus. Atme mal ganz bewusst in deinen Bauch hinein, spür mal, wie deine Bauchdecke sich nach außen wölbt. Und wenn du ausatmest, die Bauchdecke sich maximal wieder nach innen zieht, der Bauchnabel nach innen und oben. Und einatmen, schieb die Bauchdecke ganz bewusst nach außen. Ausatmen, zieht sich alles wieder nach innen zurück. Nochmal tief einatmen, füll den Bauch maximal. Und atme aus, lass dich alles zurückziehen. Mit deinem nächsten Einatmen atme mal ganz bewusst in deinen Brustkorb und spür, wie deine Rippenbögen sich zu allen Seiten öffnen dürfen. Spür die Bewegung deines Brustkorbs nach außen, vorne, hinten und zu den Seiten und nimm wahr, wenn du ausatmest, wie der Brustkorb wieder sinkt, sich alles wieder zur Mitte zurückzieht. Bewusst einatmen, den Brustkorb öffnen, weiten in alle Richtungen. Ausatmen, zieht sich alles nach innen zurück. Nochmal einatmen. Und mit dem Ausatmen loslassen, der Brustkorb sinkt, dein Herz zieht sich wieder mehr zurück. Ein letztes Mal tief einatmen, den Brustkorb weit öffnen und ausatmen, alles loslassen. Dann nimm die nächsten drei Atemzüge, um Bauch und Brustkorb gleichermaßen zu füllen.
Beginn wie bei einem Gefäß unten am Bauch. Dann steigt es auf in deinen Brustkorb. Und wenn du ausatmest, zieht sich auch zuerst der Bauch wieder zurück und dann sinkt dein Brustkorb. Nochmal einatmen, Bauch und Brustkorb füllen. Ausatmen, lass sich alles zurückziehen. Ein letztes Mal tief einatmen, maximal ausfüllen. Und ausatmen, loslassen. Sehr schön. Mit deinem nächsten Einatmen lass deine Schultern sich sanft nach oben heben und mit dem Ausatmen wieder sinken. Einatmen, die Schultern über vorne nach oben Richtung Ohren ziehen und ausatmen, über hinten tief nach unten sinken lassen. Einatmen, weit nach oben bringen und ausatmen, über hinten wieder tief. Lass die Bewegung wachsen, größer werden. Nimm diese erste Bewegung in deinem Körper wahr, spür hinein, wie es deinem Körper geht. Und einatmen, nochmal die Schultern anheben. Ausatmen, über hinten tief. Ein letztes Mal, große Bewegung über vorne nach oben. Und ausatmen, über hinten wieder tief. Bleib hier. Und lass dein Kinn Richtung Brustbein sinken. Öffne hier ganz sanft deine Augen. Lass den Blick klar werden. Spür dein Lächeln im Gesicht. Und verspreche dir Achtsamkeit dir, deinem Körper und deinem Geist gegenüber. Und dann heb mit dem nächsten Einatmen deinen Blick an, die Arme über die Seite nach oben. Und mit dem Ausatmen schieb alles weg von dir. Nochmal einatmen nach oben. Und mit dem Ausatmen alles wegschieben. Lass die Hände mal neben deinem Gesäß landen und dann wechsel einmal die Beine. Streck sie gerne mal aus zwischendurch und dann leg sie wieder neu ab in der ungewohnten Position. Wenn du im kreuzbeinigen Sitz bist, nimm die Position, die sich erstmal vielleicht nicht so schön anfühlt. Aber auch diese Richtung solltest du immer wieder mal machen, um beide Hüften, beide Knie und die Beine entsprechend auszugleichen in der Beanspruchung. Richte dich wieder schön auf und dann atme wieder ein. Nimm die Arme über die Seite mit und achte darauf, dass deine Schultern unten bleiben. Schieb ausatmen, alles weg. Einatmen, über die Seite nach oben ziehen. Mit dem Ausatmen schieb mal weg und zieh so ein bisschen mehr nach hinten. Spür das mehr auch im Rücken. Und dann nochmal einatmen nach oben in die Länge. Schultern bleiben tief und dann drehst du dich auf die linke Seite. Nimmst die Arme tief, atmest ein, hebst dein Herz nach oben. Mit dem Ausatmen drehst du dich noch ein bisschen mehr auf deine linke Seite. Sehr schön. Lass deine rechte Hand auf deinem linken Knie und atme mit links über hinten ein. Zieh den Arm nach oben Richtung Decke und dann bring den Blick wieder nach vorne. Und mit dem Ausatmen neig dich nach rechts. Lass die linke Seite lang werden. Halt dein Fundament am Boden. Dann komm einatmen wieder nach oben zurück. Atme aus, setz ab. Atme mit beiden Armen ein nach oben. Schaff Länge, Schultern tief. Dreh dich nach rechts, atme aus, setz die Arme ab, atme ein, schaff wieder Länge in der Wirbelsäule und mit dem Ausatmen dreh dich mehr nach rechts. Nimm einatmen, deinen rechten Arm über hinten nach oben, dreh dich zur Mitte zurück und mit dem Ausatmen schieb dich weit nach links. Lass die rechte Seite aufgehen, lang werden. Jawohl, komm einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, wieder absetzen. Nochmal, einatmen nach oben, schaff Länge. Ausatmen, dreh dich nach links, setz die Arme ab. Atme ein, richte dich auf, heb dein Herz an. Atme aus, dreh dich mehr nach links. Lass die linke, rechte Hand am Knie und einatmen mit links über hinten nach oben, Blick wieder vor. Ausatmen, weit nach rechts.
Und jetzt heb mal hier, einatmen, nochmal mehr die linke Schulter an und schieb ausatmen noch mehr in die Länge. Jawohl. Komm, einatmen, wieder hoch in die Mitte und ausatmen, setz ab. Einatmen, beide Arme, Länge. Dreh dich nach rechts, atme aus, setz die Arme ab, atme ein, richte dich auf, heb dein Herz und mit dem Ausatmen dreh dich mehr nach rechts. Einatmen, mit dem rechten Arm über hinten nach oben, Blick nach vorne und ausatmen, mehr auf deine linke Seite. Einatmen, hol deine rechte Schulter noch mehr nach hinten oben und schieb ausatmend dich mehr in die Länge. Der Blick darf so ein bisschen Richtung Decke mitgehen. Jawohl. Einatmen wieder hoch und ausatmen tief. Sehr schön. Einatmen, letzte Runde. Dreh dich nochmal. Ausatmen nach links. Einatmen Länge. Ausatmen mehr in deine Drehung gehen. Einatmen mit links nach hinten oben, Blick vor. Ausatmen auf die rechte Seite. Heb, einatmen, doch mal die linke Schulter mehr an und schieb dich ausatmen mehr nach rechts. Komm, einatmen, wieder hoch in die Mitte, ausatmen, setz ab. Einatmen, Länge, ausatmen, dreh dich nach rechts, einatmen, Länge und ausatmen, mehr nach rechts drehen. Einatmen mit rechts über hinten nach oben, Blick vor und ausatmen nach links. Einatmen, die rechte Schulter mehr nach hinten oben. Ausatmen, noch mehr Länge. Einatmen, wieder hoch in die Mitte und ausatmen tief. Einatmen, mit beiden Armen nach oben. Ausatmen, schieb nochmal alles weg. Jawohl, nochmal, einatmen, hoch. Und ausatmen, alles wegschieben. Wunderbar. Setz die Hände neben deinem Gesäß ab. Nimm hinten dein Handtuch, wenn du eins hinter dir liegen hast oder irgendeine Hilfe für den Sitz. Nimm das jetzt alles weg und dann bring einmal deine Beine in die Mitte. Wenn du es brauchst, streck sie nochmal aus, sodass sie sich ein bisschen entspannen können. Beweg sie ruhig, wenn du es brauchst, auch für dich. Wunderbar, sehr schön. So, und für unsere nächste Übung könnt ihr schon einmal eure Blöcke oder einen auf jeden Fall in eure Nähe bringen und euren Gurt. Ja? Euren Gurt oder wenn ihr ein Handtuch habt, ne, dreht das Handtuch einfach so, dass ihr das dafür benutzen könnt. Wenn ihr einen sehr langen Gurt habt, könnt ihr den auch doppelt nehmen, so dass er nicht mehr ganz so lang ist. Ja, oder Bademantelgürtel, wie gesagt, macht sich super. Den Gurt könnt ihr euch schon mal so ein bisschen um eure Beine nach vorne legen. Ein Block griffbereit für euch. Ja? Genau. So, dann lass die Beine angewinkelt, komm in deinen Sitz, nochmal schön die Sitzbeinhöcker spüren und schön aufrichten. Jawohl, Brustbein nach vorne schieben, die Schulter nochmal bewusst nach hinten bringen, deine Hände gehen in die Kniekehle, du ziehst die Zehenspitzen nach oben ran, schiebst die Ferse so ein bisschen weg von dir, dass ein bisschen Aktivität in deinen Beinen ist. Jawohl, und jetzt läufst du ganz langsam mit deinen Fersen ein bisschen näher zu dir ran. Jawohl, der Oberkörper weicht wahrscheinlich automatisch ein bisschen mehr nach hinten aus und irgendwann spürst du einen Punkt, an dem du deine Füße am Boden nicht mehr brauchst. Ja, und du sitzt dann auf deinem Gesäß knapp hinter deinen Sitzbeinhöckern, sodass dein Bauch sich aktiv nach innen ziehen kann und dir ganz viel Stabilität in deiner Mitte gibt. Jawohl. Schieb dein Herz schön nach vorne, heb es an, zieh den Bauch nach innen und oben und halte hier einmal. Atme ruhig und gleichmäßig, spür mal die Kraft in deiner Mitte. Wunderbar. So, und dann lass mal die Hände los von deinem Bein und streck sie einfach nach vorne aus. Sehr gut. Atme weiter, halte hier die Anspannung. Wunderbar. Atme mal ein nach oben, zieh dich aufrechter im Oberkörper und atme aus, geh wieder ein bisschen mehr zurück. Jawohl. Nochmal einatmen, ein bisschen mehr aufrichten und ausatmen, wieder mehr zurück. Nochmal einatmen, mehr aufrichten und jetzt versuch mal die Beine ein bisschen mehr zu dir ranzuziehen.
Jawohl, den Bauch noch enger nach innen ziehen. Ausatmen, wieder ein bisschen mehr öffnen. Gut, nochmal. Einatmen. Ganz groß werden, lang werden, hoch und ranziehen. Ausatmen, wieder mehr zurück. Nochmal. Einatmen, Länge. Jawohl. Ausatmen, zurück. Ein letztes Mal. Einatmen, ranziehen. Und ausatmen, wieder mehr öffnen und achtsam absetzen. Sehr gut. Einmal entspannen. Mal so ein bisschen die Beine gerne bewegen. Wunderbar. So, für die nächste Runde kommen wir in die gleiche Ausgangsposition. Und jetzt darfst du gerne einen Block nehmen. Das darf aber auch ein gerolltes Handtuch sein oder was du gerade griffbereit hast, ein kleines Kissen oder so, was du dir zwischen die Oberschenkel legst. Bitte nicht zwischen die Knie, ja, sondern zwischen die Oberschenkel. Wunderbar. Du nimmst die Hände wieder an deine Kniekehlen. Jawohl. Wunderbar. Und dann richtest du dich schön auf, Herz nach vorne oben. Läufst mit den Fersen wieder ein Stückchen zurück, bis du spürst, dass du sie nicht mehr am Boden brauchst. Und wenn du jetzt deine Fersen abhebst, drückst du ganz aktiv deinen Block oder das, was zwischen deinen Oberschenkeln ist, feste zusammen, dass da ganz viel Aktivität da ist. Jawohl, dein Bauch ist aktiv, den ziehst du nach innen und oben. Wunderbar. Und mit dem nächsten Einatmen hebst du mal deine Unterschenkel an in die Waagerechte. Jawohl. Wunderbar, drück den Block fest zusammen, bleib aktiv in deinen Beinen, schön zusammenschieben, wunderschön. Mit deinem nächsten Einatmen nimmst du wieder deine Arme weg und hältst, super, wunderbar, schön hier halten, atmen, immer wieder mal ein bisschen näher ranziehen, den Bauch mehr nach innen ziehen und halten, wunderbar, nochmal einatmen. Ausatmen, Hände wieder in deine Kniekehlen, die Füße nach unten bringen, einmal absetzen. Sehr gut. Kurz entspannen und dann steigern wir nochmal weiter. Und dann dürft ihr den Block gerne zwischen den Oberschenkeln halten als Hilfe. Und als zusätzliche Hilfe nehmen wir den Gurt. Und den Gurt legen wir um die Fußballen. Ja, nicht in die Mitte des Fußes, sondern an den Fußballen, ist so ein bisschen wie Gas geben. Ja, okay. Deine Arme sind lang am Gurt, also nicht so halten, sondern immer den Gurt mit langen Armen halten, als Verbindung. Sehr gut. So, und jetzt ziehst du wieder deine Fersen ein bisschen mehr zurück. Der Block wird zusammengedrückt, der Oberkörper bleibt aufrecht, der Bauchnabel ist ganz aktiv nach innen gezogen. Und irgendwann ist wieder der Punkt da, wo du deine Fersen nicht brauchst und die Mitte auf deinem Gesäß findest. Schön stabil bleiben. Jawohl, den Block zusammendrücken. Wunderbar. Und mit deinem nächsten Einatmen schiebst du deine Beine einmal in die Länge nach vorne. Drückst diesen Fußballen fest in dein Gurt rein. Jawohl. Ja. Und bleibst hier aktiv. Oberkörper schön anheben. Wunderbar, schön halten, den Block zusammendrücken, ganz feste reindrücken in deinen Gurt. Jawohl, richte dich noch mehr auf, werd noch aktiver. Und entweder bleibst du einfach hier, hältst das und wenn du ein bisschen mehr willst, dann lässt du den Gurt einfach los und lässt die Beine hier, ganz aktiv. Jawohl, und halte. Atme weiter, wunderbar, atme ein und aus, nochmal ein. Und aus. Und mit dem nächsten Ausatmen gehen die Beine nach unten. Du setzt sie ab, bringst den Block aus deinen Oberschenkeln raus und entspannst mal. Ob du ein bisschen in die Kutscherposition gehst, die Beine ein bisschen länger lässt. Mach das, was dir jetzt gut tut, um einmal zu entspannen. Sehr gut. Und dann komm ganz langsam auf deinem Weg in den Vierfüßlerstand. Schau mal, dass du deine Hände unter deine Schultern stellst, die Finger ganz weit gespreizt, der Mittelfinger parallel zur langen Kante nach vorn ausgerichtet, die Knie unter der Hüfte, die Füße lang abgelegt. Atmest du hier nochmal ein und mit dem Ausatmen wirst du rund in deiner Katze, schiebst dich ganz weit nach oben und mit dem Einatmen kommst du in die Kuh und lässt jetzt deine ganze Bauchseite lang werden.
Das findet die gerade ganz toll nach der Anspannung. Mit dem Ausatmen kommst du wieder in die Katze und lässt den Rücken lang werden, rund werden, schiebst dich nach oben raus. Nochmal einatmen, Länge über die Körpervorderseite, zieh die Schultern Richtung Gesäß und ausatmen, rund werden in der Katze. Einatmen nochmal in deine Kuh. Und ausatmen, in die Katze, weit nach oben schieben, aus dem Boden herausdrücken und dann lässt du dich nach hinten gleiten mit dem Gesäß auf die Fersen. Deine Hände wandern weit nach vorne, so lang wie deine Arme sind. Saug dich dann noch ein kleines bisschen weiter nach vorne, sodass du die Länge auch über die Arme spürst, über die Arminnenseite, über die Achselhöhlen, über deine Körperflanken. Dabei zieht dein Steißbein, dein Gesäß nach hinten Richtung Fersen, sodass du dich richtig auseinanderziehst. Sehr schön. Mit dem nächsten Einatmen bringst du deine Schultern über deine Hände, stellst hinten deine Füße auf, hebst nochmal vorne dein Herz an und mit dem Ausatmen wirst du rund, schiebst dich nochmal weit zurück. Sehr schön. Bleib hier, drück einatmen, die Hände fest in den Boden mit ganz viel Kraft. Und mit dem Ausatmen löst du die Knie und schiebst dein Gesäß nach hinten oben in deinen ersten herabschauenden Hund. Lass die Knie noch gebeugt. Schau mal, dass deine Schultern weg von den Ohren Richtung Gesäß fließen, um den Nacken frei zu geben und der Kopf sich frei bewegen kann. Und dann schiebst du nochmal ganz bewusst den Bauch Richtung Oberschenkel, dein Steißbein nach hinten oben hinaus, ohne dabei so ins Hohlkreuz zu kommen oder durchzuhängen, denn dein Bauch arbeitet da dagegen. Und dann schiebst du im Wechsel deine Fersen in den Boden und lässt im Wechsel mal die Beinrückseite ganz lang werden. Jawohl. Darfst gerne variieren im Aufsetzen, mal nach außen, mal nach innen. Jawohl. Dann kommst du wieder in die Mitte zurück, atmest nochmal ein, kommst hoch auf deine Zehenballen, beugst nochmal die Knie, schiebst den Bauch auf die Oberschenkel, dass der Oberkörper lang ist und dann schiebst du die Fersen weg, die Kniekehlen nach hinten weg und gibst die Länge in die Beine. Wunderbar. Halte hier nochmal für einen Atemzug. Und dann kommst du einatmend wieder hoch auf die Zehenballen, wirfst den Blick nach vorne zwischen deine Hände und läufst in kleinen Schritten mit langen Beinen zwischen deine Hände. Stellst die Füße ab, lässt den Oberkörper nochmal ganz bewusst nach unten sinken und dann beugst du die Knie, legst den Bauch auf den Oberschenkeln ab, der Rücken wird lang, der Blick hebt sich nach vorne an, genauso wie dein Herz. Und mit dem Einatmen bringst du die Arme über die Seite und hinten nach oben, richtest dich auf, atmest aus, die Arme über die Seite tief. Sehr gut. Dann komm hier einmal an in unserer Bergposition. Richte dich nochmal gut aus, die Füße, den ganzen Fuß belasten. Großzehen, Kleinzehenballen und Ferse spüren am Boden. Die Zehen ablegen, schön aufgefächert. Spannung in die Beine, die Kniescheiben anheben, Bauchnabel nach innen und oben, Herz anheben, die Schultern nach hinten, unten und die Krone des Kopfes wächst nach oben. Sehr schön. Von hier atmest du ein, nimmst die Arme über die Seite mit nach oben, atmest aus, schieb dein Herz weit nach vorne in den Klippenspringer. Fühl hier, dass dein Fußfundament immer noch Großzehen, Kleinzehenballen und Ferse ist. Einatmen, komm wieder hoch, ausatmen, Arme tief, einatmen, hoch, ausatmen, noch einmal in den Klippenspringer, bis deine Beinrückseite Stopp sagt, der Rücken lang bleibt und dann kommst du einatmen, wieder hoch, ausatmen, Arme tief, einatmen, wieder nach oben, Achtung, mit dem Ausatmen geh bis zum Klippenspringer und wenn es nicht mehr weiter geht, beugst du die Knie sanft und gehst bis in die tiefe Vorbeuge. Einatmen versuchst du in den Tisch wieder langen Rücken zu machen. Du darfst gerne wie immer die Blöcke nutzen, rechts, links neben deinen Füßen, sodass du die Länge auch im Rücken bekommst.
Mit dem Ausatmen gehst du wieder tief in die Vorbeuge und kommst einatmen mit langem Rücken wieder hoch. Ausatmen, die Arme über die Seite tief. Nochmal einatmen, hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge, langer Rücken, soweit es geht, tauch ab nach unten. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, wieder tiefe Vorbeuge. Jetzt erde die Hände neben deinen Füßen und dann atme ein und bring das rechte Bein einen großen Schritt zurück in den Ausfallschritt. Ausatmen, tief in deiner Hüfte und Länge schaffen. Einatmen, heb die Hüfte wieder an. Und mit dem Ausatmen setzt den linken Fuß zurück neben den rechten herabschauender Hund. Beug die Knie, atme ein, schieb den Bauch auf die Oberschenkel. Die Hände drücken fest in die Matte. Ausatmen, Länge in die Beinrückseite. Sehr schön. Atme ein, bring dein rechtes Bein nach hinten oben. Lass ausatmen, nochmal ganz bewusst die linke Ferse tief in den Boden sinken, dich richtig schön erden und dein linker Fuß drückt dich raus aus dem Boden. Jawohl. Die rechte Zehenspitze zeigt zum Boden. Einatmen, drück dich links hoch auf den Fußballen, Blick zwischen die Hände. Ausatmen, rechten Fuß neben, zwischen deine Hände. Und einatmen, links daneben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm mit langem Rücken nach oben. Ausatmen, Tadasana. Sehr gut. Einatmen. Ausatmen, Uttanasana, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Adha Uttanasana, Tischposition. Ausatmen, wieder tief in die Vorbeuge. Hände erden, einatmen, geht links den großen Schritt zurück. Ausatmen, ganz bewusst mal die Mitte tief sinken lassen, Herz nach vorne. Mit dem nächsten Einatmen wieder die Mitte anheben. Ausatmen, rechts zurück neben den linken Fuß. Beug deine Knie, atme ein und schieb dich von den Händen bis zu den Sitzbeinhöckern nach hinten oben hinaus. Ausatmen, bring die Länge in die Beine. Sehr gut. Atme ein, bring dein linkes Bein nach hinten oben in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, den rechten Fuß nochmal richtig schön erden und ganz viel Schub aus dem Boden heraus. Einatmen, hoch auf den rechten Fuß, Blick nach vorne und ausatmen, setzt du links zwischen deine Hände. Einatmen, Tischposition, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Tadasana, sehr gut. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge, Hände erden. Einatmen, geht dein rechtes Bein einen großen Schritt nach hinten. Ausatmen, sinkt deine Hüfte einmal tief und du wirst lang. Einatmen, hebst du die Hüfte wieder an und mit dem Ausatmen setzt du den linken Fuß zurück zu dem rechten. Beugst die Knie, schiebst dich einatmen nach hinten oben hinaus und ausatmen, ganz viel Länge in die Beinrückseite. Wunderbar. Komm einatmend weit nach vorne in dein Brett, halt dich hier schön und schieb dich aus dem Boden raus. Wunderbar. Mit dem Ausatmen senk deine Knie hinten ab, dein Herz und dein Kinn tief, die Arme eng am Körper. Und dann schieb dich von den Knien über die Oberschenkel, Bauch und Brust auf den Boden nach vorne. Mach die Füße hinten lang und komm einatmend in die Babykobra. Heb dich an, indem du dein Schambein in den Boden drückst, deine Füße in den Boden drückst, aber nicht die Hände. Ja, die Hände bleiben ohne Belastung, sondern die Kraft kommt auch aus deinem Rücken. Ausatmen, gehst du tief. Einatmen, Knie und Füße aufsetzen. Und mit dem Ausatmen schiebst du dich zurück bis in deinen herabschauenden Hund. Jawohl. Einatmen, kommt dein rechtes Bein nach hinten oben. Ausatmen, lässt du den linken Fuß bewusst in den Boden sinken und drückst dich aus dem Boden raus.
Kommst einatmen hoch auf den linken Fußballen, schaust zwischen deine Hände und setzt den rechten Fuß dazwischen. Einatmen links nach vorne und ausatmen tiefe Vorbeuge. Einatmen, richte dich nach oben auf. Ausatmen, Arme tief. Sehr gut. Mit dem nächsten Einatmen komm deine Arme wieder nach oben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, geht links den großen Schritt zurück in den Ausfallschritt. Ausatmen, sinkt deine Mitte tief und du schaffst Länge. Hände wieder erden, einatmen, die Mitte anheben, ausatmen, rechten Fuß zurück, herabschauender Hund. Knie beugen, einatmen, Länge von den Händen bis zu den Sitzbeinhöckern, ausatmen, Länge in die Beinrückseite. Atme ein, fließ nach vorne in dein Brett. Atme aus, bring die Knie, dein Herz und dein Kinn tief, Schultern weg von den Ohren und dann schieb dich von den Oberschenkeln über dein Becken und Bauch auf den Boden. Streck die Füße hinten aus, leg den Fußrücken ab und komm einatmen nach oben in die Babykobra. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, Füße und Knie aufstellen. Ausatmen, schieb dich zurück bis in den herabschauenden Hund. Atme mit links ein, nach hinten oben in den dreibeinigen Hund. Lass den rechten Fuß tief in den Boden sinken und alles, was im Boden steht, schieb dich nach oben hinaus. Komm einatmen hoch auf den rechten Fuß, Blick vor und den linken Fuß zwischen deine Hände. Einatmen rechts daneben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm lang nach oben. Ausatmen, Tadasana. Sehr gut. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, Tischposition, Adha Uttanasana. Ausatmen, wieder tief. Hände geerdet, einatmen, rechtes Bein, großen Schritt zurück. Ausatmen, Hüfte in der Mitte tief und länger schaffen. Einatmen, die Mitte anheben und ausatmen, links zurück, herabschauender Hund. Knie beugen, Länge im Oberkörper, die Schultern nochmal ganz bewusst Richtung Gesäß fließen lassen, Bauch aktiv. Und dann schieb ausatmen, die Knie nach hinten, die Ferse tief, so gut es geht, ohne im Oberkörper die Länge zu verlieren. Dann kommst du einatmen nach vorne in dein Brett. Wenn du die Knie brauchst, nutz die Knie. Wenn du ein bisschen mehr willst, geh mit dem Ausatmen tief im Chaturanga und leg dann sanft ab. Komm einatmend in die Babykobra. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, die Füße aufstellen und ausatmen. Schieb dich auf deinem Weg wieder zurück bis in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Atme ein, nimm dein rechtes Bein nach hinten oben in den dreibeinigen Hund. Links nochmal richtig schön in den Boden sinken lassen. Die Länge spüren hinten im linken Bein. Komm einatmen hoch auf den Fußballen, Blick zwischen die Hände und setz den rechten Fuß zwischen deine Hände. Atme aus, lass deine Hüfte sinken und dreh deinen linken Fuß mit der Ferse nach rechts in Krieger 2 Position. Dann atme ein und nimm deinen linken Arm weit nach vorne. Schaff Länge. Mit dem Ausatmen öffne dich hier und heb die linke Schulter über die rechte an. Stell sie übereinander. Auch hier könntest du einen Block benutzen, indem du den neben den Fuß stellst und dir ein bisschen mehr Höhe schaffst. Jawohl. Einatmen, komm mit der Windmühle nach oben in den Krieger 2. Jawohl. Zieh deine ganze Körperrückseite nach hinten, als wenn du an einer Wand stehst. Den Bauchnabel nach innen und dann ausatmen, nochmal dein rechtes Knie ein bisschen mehr nach vorne schieben, ohne dass es nach links geht, sondern schön geradeaus, ein bisschen vielleicht von der Aktivität nach rechts ziehen.
Jawohl. Dann kommst du mit dem Einatmen wieder lang nach vorne. Ausatmen, über die Windmühle wieder tief. Sehr schön. Einatmen, den linken Fuß wieder auf den Fußballen stellen. Und ausatmen, nach vorne, Uttanasana. Einatmen, nach oben, mit langem Rücken, ausatmen, Tadasana. Sehr schön. Atme ein, Länge nach oben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, geht links den großen Schritt zurück. Ausatmen, einmal in der Hüfte tief Länge schaffen. Einatmen, nach oben Höhe schaffen und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Knie beugen, die Länge von den Händen bis zu den Sitzbeinhöckern und ausatmen, Länge in die Beine. Einatmen, nach vorne in das Brett. Ausatmen, auf deinem Weg tief und dann ablegen. Einatmen, Babykobra. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, die Füße aufstellen und ausatmen, auf deinem Weg zurück bis in den herabschauenden Hund. Atme ein mit links nach hinten oben in den dreibeinigen Hund. Rechts nochmal in den Boden sinken lassen. Jawohl. Einatmen, wieder hoch auf den rechten Fuß, Blick vor und ausatmen, den linken Fuß zwischen deine Hände. Atme hier nochmal ein, schaff Länge und mit dem Ausatmen setz deinen rechten Fuß so auf, dass die Ferse nach links zeigt, Krieger 2 Position. Gerne wieder hier einen Block nutzen für die linke Hand und dann atme ein und zieh dich mit rechts weit nach vorne. Ausatmen, stell die rechte Schulter über die linke. Schaff ganz viel Öffnung im Herzbereich. Jawohl. Dann komm mit deinem nächsten Einatmen nach oben, Krieger 2 Position. Richte dich wieder aus. Zieh dein Schambein hoch, schieb dein Steißbein tief und alles, deine ganze Körperrückseite ziehst du nach hinten und öffnest dich. Nimm die Arme weit ausgebreitet, Blick über die vordere Hand. Und dann schieb dich ausatmend etwas tiefer in die Position. Sehr gut. Einatmen, wieder lang nach vorne. Und mit dem Ausatmen über die Windmühle wieder tief. Einatmen, den hinteren Fuß wieder aufrichten. Und mit dem Ausatmen nach vorne in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm mit langem Rücken nach oben. Ausatmen, deine Bergposition. Sehr schön. Nochmal einatmen, hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge, Hände erden. Einatmen, geht dein rechtes Bein einen großen Schritt zurück. Ausatmen, tief in der Mitte, Länge schaffen, in Leisten. Und dann einatmen, wieder Höhe und ausatmen, deinen linken Fuß zurückstellen zum rechten. Knie beugen, Länge im Oberkörper, ausatmen, Länge in die Beine. Einatmen, geh nach vorne in dein Brett. Ausatmen, auf deinem Weg nach unten, wenn du magst, mit dem Einatmen in den heraufschauenden Hund. Leg dabei die Füße auf den Fußrücken und schieb dich über die Arme aus dem Boden raus. Schau, dass die Schultern weit weg sind von den Ohren, der Bauch aktiv, um den Rücken zu unterstützen und dein Becken darf in den Boden sinken. Sehr gut. Mit deinem nächsten Einatmen hebst du die Mitte wieder an und kommst mit dem Ausatmen zurück bis in deinen herabschauenden Hund. Sehr schön. Atme ein, nimm dein rechtes Bein nach hinten oben, dreibeiniger Hund. Lass den linken Fuß nochmal richtig schön in den Boden sinken. Komm einatmend wieder hoch auf den linken Fuß, Blick vor und ausatmen, deinen rechten Fuß zwischen den Händen abstellen. Atme ein, schieb dich hier nochmal in die Länge,
Und mit dem Ausatmen dreh die linke Ferse nach rechts. Nimm wieder gerne einen Block zur Unterstützung unter die rechte Hand. Und dann atme ein, mit links lang nach vorne. Atme aus, öffne dich, stell deine linke Schulter über die rechte und schieb dich aus dem Boden raus über den rechten Arm. Jawohl. Einatmen, komm nach oben in den Krieger 2. Jawohl. Richte dich auch hier aus und lass dich ausatmen, nochmal richtig schön tief sinken. Sehr gut. Mit dem Einatmen holst du einmal deinen rechten Arm über vorne und oben zurück und du kommst in den friedvollen Krieger. Lehnst dich zurück, schaust deiner rechten Hand hinterher, schiebst nochmal mehr dein Knie nach vorne. Jawohl. Kommst einatmen, wieder zurück, Krieger 2. Wunderbar. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, streck dein vorderes Bein und mit dem Ausatmen zieh dich mal in die Länge nach vorne. Schieb dein Becken hier so ein bisschen zurück. Jawohl. Komm, einatmen, wieder hoch. Ausatmen, wieder tief. Sehr schön. Und jetzt schieb dich einatmen lang nach vorne und setz ausatmen die Hände wieder ab auf dem Block oder auf dem Boden. Einatmen, hinten die linke Ferse anheben. Ausatmen, den linken Fuß nach vorne, tiefe Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Arme tief. Sehr gut. Einatmen, hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Mal schön die Länge im Rücken spüren. Ausatmen, wieder tief die Hände erden. Mit dem Einatmen bring deinen linken Fuß weit nach hinten. Ausatmen, lass die Hüfte sinken, schaff Länge. Einatmen, schieb dich wieder raus aus dem Boden, löse den rechten Fuß. Ausatmen, herabschauender Hund. Knie nochmal beugen, die Länge von den Händen zu den Sitzbeinhöckern spüren, Schultern weg von den Ohren und ausatmen, Länge in die Beinrückseite. Komm, einatmen nach vorne in dein Brett und dann wähle wieder deinen Weg nach unten tief und bestimme, ob du in die Babykobra gehst oder in den heraufschauenden Hund mit dem Einatmen. Ausatmen, drück dich aus dem Boden raus. Jawohl. Und einatmen, heb die Mitte wieder an und komm ausatmen zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, dreibeiniger Hund, links, rechter Fuß taucht ein in den Boden. Einatmen, wieder hoch auf den rechten Fuß, Blick vor und ausatmen, den linken Fuß zwischen deine Hände. Lass die Hüfte sinken. Schaff einatmen, nochmal Länge, zieh die Schultern zurück und ausatmen, den rechten Fuß ausdrehen in Krieger 2 Position. Nimm den Block unter die linke Hand, schaff hier Länge und atme ein, über rechts weit nach vorne. Ausatmen, öffne dich, stell die rechte Schulter über die linke und drück dich raus aus dem Boden. Sehr gut. Komm, einatmen, hoch in den Krieger 2. Ausatmen, tief in den Krieger 2. Sehr schön. Atme ein, mit links über vorne und oben zurück in den friedvollen Krieger. Schieb ausatmen, dein linkes Knie noch mal ein bisschen mehr nach vorne. Sehr gut. Komm mit dem nächsten Einatmen wieder zurück, Krieger 2. Ausatmen, noch mal ein bisschen tiefer. Kraft, spür deine Mitte, zieh den Bauchnabel schön nach innen. Und dann atme ein, streck dein vorderes Bein. Atme aus, schieb dein Becken so ein bisschen nach hinten raus. Und dann zieh einatmend dich lang nach vorne mit dem linken Arm. Super. Komm, einatmen, wieder zurück. Und ausatmen, Krieger 2. Einatmen, auch hier wieder Länge schaffen. Und ausatmen, zurück über die Windmühle, Hände erden. Einatmen, die rechte Ferse aufstellen und ausatmen, den rechten Fuß nach vorne, Uttanasana. Einatmen, richte dich nach oben auf mit langem Rücken.
Ausatmen, über die Seite tief. Sehr gut, letzte Runde. Einatmen, hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, rechts, großen Schritt zurück. Ausatmen, tief in der Hüfte, Länge schaffen. Einatmen, Höhe schaffen. Ausatmen, links zurück, herabschauender Hund. Einatmen, von den Händen zu den Sitzbeinhöckern, die Länge spüren. Ausatmen, Länge in die Beine. Einatmen, Brettposition. Ausatmen, über deinen Weg tief. Einatmen, Babykobra oder heraufschauender Hund. Jawohl, richtig schön ausatmen, aus dem Boden rausdrücken. Einatmen, die Mitte anheben und ausatmen, herabschauender Hund. Nimm dir einen Atemzug Zeit. Dann atme ein, rechts nach hinten oben. Linker Fuß taucht mit dem Ausatmen in den Boden ein und drückt dich raus aus dem Boden. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, rechts nach vorne. Einatmen, schaffe ihr Länge. Ausatmen, dreh den linken Fuß aus, die Ferse nach rechts. Einatmen, Länge über die linke Seite nach vorne. Und ausatmen, stell die Schultern übereinander. Komm, einatmen nach oben, Krieger 2. Jawohl. Nochmal schön ausrichten, alles an die Rückseite ziehen. Hinter dir, jawohl. Und ausatmen, tiefer. Einatmen in den friedvollen Krieger. Lehn dich weit zurück und schieb ausatmen dein rechtes Knie mehr nach vorne. Jawohl. Einatmen, wieder Krieger 2. Ausatmen, nochmal tiefer. Einatmen, Länge im vorderen Bein. Die linke Hand auf die Hüfte und schieb ausatmen dein Becken in die Hand. Einatmen, Länge nach vorne. Zieh dich raus nach vorne. Ausatmen, bring deine rechte Hand innen an dein rechtes Bein oder auf den Block. Jawohl. Und dann atme ein und zieh den linken Arm auch weit nach oben. Stell die Schultern wieder übereinander. Lass den Blick noch am Boden, das ist am stabilsten. Und wenn du dich sicher fühlst, darfst du den Blick zur Seite oder auch nach oben nehmen. Sehr gut. Mit deinem nächsten Einatmen zieh die Arme, ach nein, erstmal den Blick nach unten wieder auf jeden Fall. Und dann einatmen, die Arme lang nach vorne und den Oberkörper aufrichten. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, Länge nach vorne und mit dem Ausatmen über die Windmühle tief. Einatmen, den linken Fuß wieder aufstellen und ausatmen, Uttanasana. Einatmen, komm mit langem Rücken nach oben. Ausatmen, Tadasana. Allerletzte Runde, einatmen. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, geht links den großen Schritt zurück. Ausatmen, tief in der Hüfte Länge schaffen. Einatmen, Höhe und ausatmen, herabschauender Hund. Knie beugen, Länge im Oberkörper. Ausatmen, Länge in die Beine. Einatmen, nach vorne in dein Brett. Ausatmen, auf deinem Weg tief. Einatmen, heraufschauender Hund oder Babykobra. Drück dich schön aus dem Boden raus. Und mit deinem nächsten Einatmen, heb die Mitte an und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein nach hinten oben. Ausatmen, taucht der rechte Fuß nochmal weit in den Boden ein und drück dich raus. Einatmen, hoch auf den rechten Fuß, Blick vor. Ausatmen, den linken Fuß zwischen die Hände. Schaff einatmen, ganz viel Länge. Und mit dem Ausatmen dreh den rechten Fuß mit der Ferse nach links. Einatmen, Länge mit rechts weit nach vorne. Ausatmen, öffne dich. Einatmen, komm nach oben in den Krieger 2. Atme aus, lass dich tiefer in den Krieger sinken.
mit dem Einatmen, mit links nach oben und zurück in den friedvollen Krieger. Und dann komm zurück und atme nochmal aus in den Krieger 2. Einatmen, streck dein vorderes Bein. Bring ausatmen deine rechte Hand auf das Becken. Schieb das Becken in die Hand und dann zieh dich einatmen lang nach vorne. Ausatmen, bring die linke Hand innen an deinen Unterschenkel. Und dann zieh einatmen deinen rechten Arm weit nach oben und öffne dich. Der Blick ist am Boden. Wenn du dich gut fühlst, darfst du den Blick auch nach oben bringen. Jawohl. Dann bring den Blick wieder nach unten. Atme ein, schaff Länge, Arme parallel zum Boden und richte den Oberkörper auf. Ausatmen, beug das linke Knie, schieb dich in den Krieger 2. Einatmen, schaff Länge nach vorne. Ausatmen, über die Windmühle tief. Einatmen, den hinteren Fuß wieder aufrichten. Ausatmen, rechts nach vorne, tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm mit langem Rücken nach oben. Achtung, mit dem Ausatmen die Hände zusammen und ausatmen vor dein Herz. Und jetzt bleib hier, schließ deine Augen und spüre nach. Nimm deinen Atem wahr, nimm deinen Herzschlag wahr, spür durch deinen Körper, wie fühlt er sich an? Dann öffne deine Augen wieder, atme ein und schieb die Arme weit nach oben. Jawohl, mit dem Ausatmen über die Seite tief in die Vorbeuge, Hände neben deinen Füßen abstellen. Mit dem Einatmen geht dein rechter Fuß einen großen Schritt zurück. Ausatmen geht links daneben, herabschauender Hund. Atme hier nochmal ein, schieb dich richtig schön in die Länge Ober- und Unterkörper. Und dann komm auf die Fußballen und mit dem Ausatmen beug deine Knie und setz sie auf der Matte ab und schieb dich zurück einmal in die Position des Kindes. Wenn du kannst, leg die Stirn am Boden ab und nimm die Arme mit zurück neben deine Beine. Lass die Schultern, die Schulterblätter nach außen sinken. Atme in deine Körperrückseite und lass mit dem Ausatmen dich in deinen Schoß sinken. Öffne die Körperrückseite mit jedem Einatmen und lass los mit jedem Ausatmen. Noch einmal. Und dann bring die Hände neben deine Knie zurück und komm mit dem nächsten Einatmen langsam Wirbel für Wirbel nach oben in deinen Fersensitz. Richte dich auf. Sehr schön. So, und für unseren Abschluss, für unsere Entspannung dürft ihr euch jetzt gerne wieder was überziehen, ein paar Söckchen, Pullover, was auch immer oder eine Decke zur Hand nehmen, wo ihr euch ganz gemütlich und warm einrichten dürft in eurer Rückenlage in Shavasana. Hier einmal schön ausrichten in eurer Rückenlage. Schau, dass deine Beine leicht geöffnet liegen, die Oberschenkelinnenseiten sich nicht berühren, die Arme rechts und links neben deinem Oberkörper liegen, mit den geöffneten Händen Richtung Himmel. Und dann mal ganz bewusst deine Schultern weg von den Ohren, den Nacken nochmal in die Länge bringen, indem du den Kopf leicht anhebst, das Kinn Richtung Brustbein ziehst und dann wieder in der Länge ablegst. Und dann schließt du deine Augen, atmest einmal tief durch die Nase ein und atmest über den Mund einmal alles aus und lässt die Anspannung gehen. Nochmal tief einatmen. Nochmal. Und dann lass deinen Atem fließen.
ohne jede Führung, ohne jede Kontrolle. Lass ihn kommen und gehen ganz natürlich. In jedem Atemzug spür durch deinen Körper. Nimm Raum in dir wahr und spür, wie du mit jedem Ausatmen loslassen kannst. Spür dich, wie du liegst auf deiner Unterlage. Und spür, wie du mit jedem Ausatmen tiefer eintauchst, schwerer wirst und mehr loslassen kannst. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Und nimm dir dieses Mantra und sag es dir mit jedem Atemzug, dem Einatmen lass. Und mit dem Ausatmen los. Einatmen lass. Und ausatmen los. Spür mit jedem Loslassen durch deinen Körper hindurch und lass all die Anspannung gehen. Lass. Los. Nimm dir ein paar Momente ganz in Ruhe, um dich einfach wahrzunehmen, dein Körper, dein Atem, ohne jede Bewertung. Spür deinen Atem. Lass los. Nimm wahr, wie dein Atem kommt und geht. Spür diese sanfte Welle, die dein Atem in dir auslöst. Und dann lass diese Welle mit deinem nächsten Atemzug etwas größer werden. Atme tiefer ein und alles wieder vollständig aus. Atme nochmal mehr ein und alles aus. Atme so viel wie du kannst ein und füll dich maximal Bauch, Brustraum, deinen ganzen Körper wie ein Schwamm saugt sich voll. Und mit dem Ausatmen lass alles los. Und dann nimm dich auch wieder bewusster wahr. Spür deinen Körper, wie er liegt auf deiner Unterlage. Und dann weck ihn ganz sanft auf, indem du mit ganz kleinen Bewegungen in deinen Zehen und Fingern beginnst. Deine Hände und deine Füße sanft bewegst und dann ganz achtsam Arme und Beine mit in deine Bewegung integrierst und wahrnimmst, was dir jetzt gut tut. Mach die Bewegung, die jetzt genau richtig ist. Und dann bring dich von da aus noch einmal auf deine rechte Körperseite. Zieh die Knie nochmal eng zu dir ran, mach dich klein und rund. Noch einen Blick nach innen richten, ganz bei dir.
Und dann hilf dir mit deinen Armen und geschlossenen Augen nach oben zurück in deinen Sitz. Lass die ganze Aufmerksamkeit noch bei dir. Richte dich in deinem Sitz nochmal schön auf. Und dann atme ein und nimm die Arme über die Seite mit nach oben. Reck und streck dich nochmal. Bring die Hände über dir zusammen und ausatmend vor dein Herz. Die Daumen auf dein Brustbein in Anjali Mudra. Richte dich hier nochmal auf. Ausatmen, lass die Schulter nochmal sinken. Dann lass uns hier mit dreimal Om die Stunde beenden. Dafür noch einmal vollständig einatmen und komplett wieder ausatmen. Tief einatmen. Senk die Stirn zu deinen Fingerspitzen. Bedank dich bei dir. Bedank dich für die Zeit, die du dir geschenkt hast. Für die Achtsamkeit deines Körpers gegenüber. Und bedank dich für all das, was du bist, was du kannst und was du geleistet hast. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr eure Zeit mit mir geteilt habt. Ich bedanke mich für euer Vertrauen und dafür, dass ihr da seid. Und dann öffne ganz langsam blinzelnd deine Augen Richtung Boden. Lass deinen Blick wieder ganz klar werden. Nimm deinen Herzschlag mit in deine positive Ausstrahlung, ein Lächeln im Gesicht. Und dann heb den Blick wieder an. Ich bedanke mich bei euch. Namaste. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder restlichen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Eure Katrin. Ciao, ciao.